So, hi, ich bin's. Hier ist das Video, wo du dann jetzt sehen kannst, wie man die Bilder in der Pulldown-Bar austauscht. Okay, ich habe jetzt einfach mal so einen Testordner gemacht. Hier habe ich die Notification Panel Zip, wo halt dieses Bild drin ist. Das kann man auch im Goa-Forum downloaden. Ich kann diese Zip auch gern zur Verfügung stellen. Wenn du den Link nicht dazu findest, dann kannst du den benutzen, um die Bilder auszutauschen. Hier habe ich ein Testbild. Machen wir das Ganze mal größer. So, WinRAR ist natürlich auch Voraussetzung. Wir öffnen dann einmal die Zip, haben hier zwei Ordner drin. Ja, weg damit. Gehen auf VR-Themen, gehen auf System, auf App, System UI, Rest, klicken uns bis zu diesem Ordner durch. So, und hier haben wir dann das Bild. Wir ziehen diesen Ordner jetzt einfach mal hier mit rein. Da ist er. So, und hier siehst du mein geändertes Bild, was ich zurzeit drin habe. So, wichtig ist, in dieser ROM heißt das Bild dann zum Beispiel Goa, bei den anderen ROMs dementsprechend auch anders. Das Bild hat eine Auflösung von 1280 in der Höhe und 720 Pixeln in der Breite. Dein neues Bild muss genau diese Abmessung haben. So, und damit du dir nicht die Mühe machen musst und das Bild konvertieren musst in das Format, mache ich das hier einmal klein. Ich habe nebenbei das Bildprogramm GIMP geöffnet. Das gibt es ja im Internet umsonst zum Downloaden. Da schiebst du dann das aktuelle Bild rein, was drin ist. So, dann gehen wir jetzt hier aus dem Ordner wieder raus. Nimmst dein Bild, was du dir zurecht gemacht hast, auf diese Größe. Setzt das einfach auf das neue drauf. Gehst auf Datei speichern. Dann sagt er exportieren. Dann wartest du kurz. Hier unten läuft eine Leiste, die dir den Status anzeigt. So, theoretisch müsste es jetzt fertig sein. Ja. Minimieren GIMP, gehst hier drauf und schon hast du da dein normales Bild. So. Jetzt öffnest du wieder die Zip. Klickst dich dann wieder durch bis zu dem Drabble XDPI, löscht den Ordner einfach raus. Man kann es bestimmt auch anders machen, aber das ist so meine Methode. Nimmst den geänderten Ordner, schiebst den einfach wieder rein, bestätigst mit OK. So, hier ist jetzt eigentlich nichts zu tun. Schließt die Zip. So, nimmst dann diese Zip, packst sie auf den Homescreen, dahin, wo du sie haben willst, schiebst sie auf deinen Rechner und flashst sie übers Recovery. Und schon hast du das neue Bild. So, ich hoffe, das war hilfreich. Und wenn noch weitere Fragen sind, weißt du ja, wo du sie stellen kannst. Bis denne.